Was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder eine Reaction. Ich reagiere heute auf den Song Kilimanjaro Donmas Pishimde. Das ist ja auch schon auf den 14. Platz auf Deutsche Trends. Und das hat schon nach einem Tag 4,6 Millionen Aufrufe. Und das hat schon 256.000 Likes und nur 37.000 Dislikes. Das ist eigentlich richtig gut. Und ja, wenn euch solche Reactions gefällt oder generell meine Videos gefallen, dann gebt mir einen Daumen hoch und fangen wir mal direkt an. Ich muss leider bei dem Video die Stimme von dem Lied ein bisschen ändern, wegen dem Copyright. Und hier sieht das schon aus, so wie GTA Vice City Style, so mit den Palmen und der Schrift. Was war das für ein Auto, Alter? Was war das für ein krankes Auto, Mann? Ich will gar nicht wissen, wie viel diese Tasche kostet, bestimmt mehr als mein ganzes Leben. Pay attention now, I'll teach you how to be a bitch. Was ist das denn für eine krasse Villa, Alter? Dieses Video ist bis jetzt schon professionell gemacht und ich will nicht wissen, wie viel Geld der für dieses Video ausgegeben hat. Machen wir einfach weiter. Also das Video geht schon richtig ab, ey. Und die sind nur am Tanzen. Und dieses Lied finde ich auch, da kann man irgendwie nicht so stehen bleiben. Ich glaube, da muss man richtig abgehen. Also bis jetzt gefällt mir das Video richtig gut. Einfach ein Kuchen, ja, einfach ein Kuchen. Ey, das Video geht richtig ab, Alter, ohne Witz. Also ich kann gar nichts dazu sagen. Ich finde das richtig gut, was er da gemacht hat. Also ich glaube, voll viele dachten sich so, okay, der bringt jetzt auch ein Lied raus und das wird eh nichts und so. Aber meiner Meinung nach hat der sich viel Mühe gegeben. Und ja, machen wir einfach direkt weiter. So, dieses Lied ist richtig zum Tanzen. Und hätte der jetzt nicht hier getanzt in dem Video, wäre das voll langweilig gewesen, meiner Meinung nach. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, wie viel hat das Ganze gekostet, Mann? Einer soll mir da mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie viel das Ganze gekostet hat. Alles passt einfach zu der Nummernwitz. Und ich finde es einfach richtig gut, dass er nicht einfach so ein Greenscreen genommen hat und sich einfach vor dem Greenscreen gestellt hat und einfach getanzt hat. Also die Location finde ich richtig gut. Ich glaube, der hat einfach alles reingehauen, was er einfach nur wollte. Und ja. Aber sieht auf jeden Fall richtig professionell aus. Ich will jetzt nichts sagen, aber bei der türkischen Musik ist das so, so ihre Musik ist zwar richtig gut, so, ne, aber die Videos sind auch so ein bisschen langweilig, so eintönig, einfach so mit dem Mikrofon reden und nichts dabei machen. Also der hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Also ich finde, dass er die 250.000 Likes schon verdient hat. Und ja, machen wir einfach weiter. Ich dachte ganz gut, das wäre ein anderer Mensch, Alter, aber wegen den Tattoos merkt man, dass es der ist. Richtig krass, ohne Witz. Ich finde, das Video ist nicht so langweilig, so, und ja. Für das Musikvideo gebe ich auf jeden Fall eine 9 von 10 Punkten und für das Lied gebe ich eine 8 von 10 Punkten. Dann würde ich sagen, das war's mit meiner Reaction. Wenn euch mal wieder gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonnieren könnt ihr mich auch.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.